Bomber. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, das mit der Heldenmission hat sich, glaube ich, erledigt. Die wollten einfach, dass ich ein bisschen, ja, sie level und so. Ja, was ich ehrlich gesagt in einem Let's Play keine Zeit habe. Ich habe es jetzt aber offscreen trotzdem gemacht. Und die sind überglücklich und na gut. Also, ein bisschen mit denen spiele. Das ist ja mal schön, wenn man da was machen kann. Ja. Jetzt betrete ich Nebrae-Lagerhaus. Ist auch schon eine. Wir müssen hier einladen hier. Hier muss ich jetzt eigentlich genau die gleiche Mission machen. Ja, ist auch ein Inquisitor hier. 100%. Aber 100% macht die gleiche Mission. Ich meine, kannst du die... Ja, steh doch auf, Mann! Wo sind noch mehrere? Sag mal, ey. Abgelehnt. Na gut. Mach die Kacke halt alleine. Oh, Kack, Alter! Ficken, ey! Die machen aber Aua, ey. Oh, oh, die machen ganz fest Aua. Die machen ganz dolles Aua, Aua. Na, darum gehen die hier mit einem Heiler rein, ne? Gut. Ja, toll. So, was muss ich hier eigentlich genau machen, außer drum prügeln? Zerstöre Generatoren des Widerstands. So, ja, die müssen jetzt noch schnell rebooten. Einmal hier. So, und einmal da drüben. So, okay, das bedeutet ein Level zurück. Erledige die Häftlinge des Widerstands. Alles im Knast hier. Hallo, ich möchte eigentlich die Häftlinge des Widerstands erledigen, aber wenn es keinen mehr da hat. Auf die warten möchte ich eigentlich nicht. Hier hat es ja noch was. Ah, Codex Eintrag. Sehr schön. Ist das eine Hauptquest eigentlich? Nein, das ist nur... so eine Bonusmission. Was ich noch machen könnte, ich könnte mich eigentlich mal für die... für den Raumkampf machen. Das ist nämlich auch noch spannend. Jetzt bin ich mal gelistet. Kann ich das auch noch zeigen? Ganz kurz. So durch. Ja, ach nee, ist gut, ne? Merkt mich doch. Ach du da greifst. Zwei Dinge. Und ich möchte ja schon die Heldenmission machen. Ich weiß nicht, ob ich hier reinkomme, wenn ich da durch die hellen Ding muss. Besiege den Taktiker des Widerstandes. Wenn ich hier durch dieses Heldengebiet muss, ich weiß nämlich nicht. Lebenslänglich.
Verdammt nochmal, das ist nur eine Bonusmission hier. Ich versuch's einfach mal, eine H4 alleine zu machen. Das macht man mit Level 50 auf einem Level 30 Planet. Aber sonst nicht eigentlich. Weil er natürlich ein Leichtsinn ist. Du Quatschabjahn. Ich will ja nicht die Mission machen, ich will ja, So. Ja, nein! Mistzocke, Mistzocke. So. Ich doch sterben, Mann, ohne Scheiß. So. Ja. Ha. Kein Durchkommen. Vergiss es. Forget it. Ne. Das sind alles Elite und, naja. Lieber nicht. Lieber kümmere ich mich um die hier. Hier kein Spackus da. Da lebt noch einer. Afgudan heifst. Da muss ich mit anderem Geschütz rein hier. Schwere Geschütze auf der Spur. Ich möchte ja nicht gerne noch gerne die Bonusmission. Aber anscheinend sind jetzt alle am Raumjäger machen, dann kann ich mich auch gleich noch fürs PvP listen. Als Einzelspiel listen. Jetzt bin ich für alle gelistet. Super. Ja, ach nee, ne? Was soll denn der Blödsinn? Das ist die Bonusmission, das war fertig. Das glaube ich schon lange, ne? Super. Ich merke es nicht mehr. Meins, 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 meins. Umprogrammierung. Aha. Geht nicht. Super. Cool. Dann gehe ich mal zurück auf die Spur der Spur zu der Mission auf der Spur. Bin nicht witzig, ich weiß. Manchmal dauert es schon ein bisschen. So. Muss ich hier hoch? Wohin muss ich denn? Aha. Erstmal Fahrstuhl. Na komm.
Außenposten. Noch mehr Missionen. Na, ist ja auch schwere Geschichte. Ja. So. Jetzt noch diese Mission hier annehmen, wenn diese elende Kacke funktioniert. Tüftler 66. Ah, der Schüler. Ich hatte mich schon gefragt, wann es euch wohl an die Front verschlägt. Ich bin Tüftler 66. Ich gehöre zur Einsatzabteilung des Imperialen Geheimdienstes. Und falls ihr einen Moment Zeit habt, möchte ich euch gern was zeigen. Ihr habt meine Aufmerksamkeit, Tüftler. Links ist eine gewöhnliche republikanische Com-Einheit, wie sie Widerstandskämpfer erhalten. Bestimmt habt ihr schon hunderte davon gesehen. Die andere ist eine republikanische Com-Einheit, an der jemand herumgebastelt hat. Bitte nur anschauen, nicht berühren. Die zweite enthält ein halbes Kilo Sprengstoff, der in die Luft geht, sobald jemand den Knopf zum Sprechen drückt. Damit soll vermutlich der Widerstand ausgeschaltet werden? Ja, unser Plan besteht darin, einige dieser sabotierten Com-Einheiten hinter die Linien des Widerstands zu bringen und ihren Gefallenen unterzuschieben. Dann sollte der Widerstand bald kommen, die Einheiten einsammeln und ins Hauptquartier bringen. Die Explosionen werden sie zerreißen und Panik auslösen. Wir möchten, dass jemand wie ihr sich darum kümmert. Jemand, der nichts ausplaudert, falls er gefasst wird und allein operieren kann. Könnt ihr das tun? Der Widerstand wird bald überall dem Tod begegnen. Eure Ausbilder an der Akademie auf Korriban müssen von euch begeistert gewesen sein. Geht rüber zu unserem Techniker, einem Balmoraner, den wir angeworben haben. Die Leute hier nennen ihn Wunderkiste. Er gibt euch die Sprengsätze und zeigt euch, wie man sie sicher transportiert. Aha, Wunderkiste. Und noch eine Mission, die man annehmen kann. Versucht weiter, sie zu finden. Vielleicht weiß ich eine andere Möglichkeit. Mein Sith Lord, ich bin Major Tyros, Kommandant des 2. Bataillons. Wir haben eine Notsituation. Ich brauche eure Hilfe und eure Diskretion. Es geht um einen Rettungseinsatz, der sofort gestartet werden muss. Entschuldigung, dass ich die Mission abbrechen musste, denn es kam die PvP-Einladung. Und wir spielen... Was ist denn das genau? Oh, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber es ist saugeil. Man muss den Ball... Das ist ein Ball mal. Ball werfen. Den Ball zu Verbündeten zu passen. Aha. Ball werfen. Na toll. So, aber jetzt lade mal bitte. Weil sonst ist scheiße. So, na komm jetzt. Das Aufräumen nach dem Wettkampf geschieht mit freundlicher Unterstützung von Kopf und köstlicher Salchikost. Sollte nicht jeder Salchi das beste Fleisch bekommen? Und jetzt zurück zum Kampf. Ich gebe weiter zu euch, Baron Todessiegel. So, ich werde wahrscheinlich in... im ersten PvP-Match wieder extrem versagen. So, nochmal alle durchbuffen, bitte. Ich möchte auch noch gerne Buffs. Möchte ich noch einen Stim reinhauen? Das ist ein Willenskraft. Jawohl. Ein Willenskraft-Stim. Spielen wir Huttenball! So, ich gehe auf den da, ne? Er kriegt mal erst Pein. Dann kriegt er drücken wir Dunkelheit. Da wird er so, dann wieder abgemacht. Oh, der wird getankt. Scheiße. Das
geht jetzt nicht drum, so viele zu killen wie möglich. Es geht einfach so ein bisschen Schaden machen. Dass man... Die Faulwürmer haben den Ball. Zeigt, Scheiße! Was ihr drauf habt, Faulwürmer! Ihr seht schon. Ich darf in dieses Feld da rein. So. Mal durchwaffen. Voll auf Elite gehen. Mit diesem Skill macht man einfach verdammt nochmal noch viel Schaden, ne? Oh, dieser dumme Jedi da vorne. Oh, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Absolviert, cool. So, wer frisst den hier? Den ballführenden Faulwurm hat's erwischt! Nein! Scheiße! Froschhund zu Froschhund. Schöner Pass. Ja, 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 geh weg, das wird mein Kill, das wird mein Kill. Yes, Baby. Denkst du wohl, ja? Nicht mit dem Fuß! Doggy eben? Weiß ich gar nicht. Nimm Fußball, die einen vorne, die einen spielen. Möge der Wahnsinn beginnen. Shit! Nein, ich bin gefesselt! Wir mal schalten einen Froschhund aus. Oh, brutal! Wir gehen natürlich auf den, der am wenigsten Energie hat. Das kann man nicht. So, verpiss dich. Ein Feind ist unschlagbar. So, wo läuft der hin? Ins Nichts. Die Faulwürmer müssen besser hinschauen. Ich möchte jetzt eigentlich gerne schnell regenerieren, aber ich kann nicht, weil mich einer im Lock hat. Aber wie lange noch? Oh, der hat den Ball. Nein, schon wieder. So weit weg. Jetzt kann ich wenigstens ein bisschen regenerieren. Oh, dieses PvP, Alter. Dieses PvP, ey. Vielleicht der schlechteste Wurf in der Geschichte der Froschhunde. Wirklich schlecht. Oh, du kriegst jetzt einen auf den Deckel, Alter. Jetzt kriegst du auf den Deckel, Kollege. Die Froschhunde sind am Ball. Los, Froschhunde! Nein! Mist! Scheiße! Ja, 5 auf mich, ey. Ist gut, ne? Wieder drauf, ne? Muss ich mich noch schnell buffen. So, den kleinen Wichser. Froschhunde punkten! Neutraler Ball. Möge der Wahnsinn beginnen! Jetzt ist der andere ins Mord ausgelaufen, das finde ich super. Nein! Wieder dieser Vollidiot, der immer lähmt, ey! Oh, ist das ein Arsch, ey! Ich kann kotzen. Da wurde ein Froschhund zerquetscht. Wir brauchen einen Reinigungsdruiden. Ah, da ist noch einer. Ja, ja, ist er gut jetzt. Oh, diese elenden Drecksverdammten Wichser, ey. Wirklich. Die lähmen einem und dann killen sie einen. Das ist unfair. Das sind diese blöden Schmuggler. Blöden die republikanischen. Haben gerade den Ballträger zerlegt. Du. Na warte. Rache! Rache ist Blutwurst, mein Lieber. Froschhund zu Froschhund. Schöner Pass. Hey, lauf nie weg! Lauf ja nie weg! Ich bin wieder blockiert. Aber er ist tot. Das ist die Hauptsache. 2 gegen mich. Einen nehme ich aber noch mit. Dich nehme ich mit hier. Wag es ja nicht! Wag es ja nicht! So, sehr schön. Da wurde ein Froschhund zerquetscht. Wir brauchen einen Reinigungsdruiden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. 2 gegen mich, ich hab's überlebt. Okay, ich hatte ein bisschen Geld. So, wer ist der Nächste? Du bist der Nächste. Du bist der Nächste, du bist der Nächste. Na, 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 na. Ja, blend mich ruhig. Schau mir den Kill. Kann ich jetzt wieder... Dankeschön. Das tut morgen weh. Oh, ich hab den Ball. Die Froschhunde sind am Drücker.
Wohin muss ich eigentlich? Nein! Nein, ich kann wieder nicht laufen, ey. Forschhunde haben gerade den Ballträger zerlegt. Ja, danke schön. Zeig ich mal, wie zu welchem Team ich gehöre. Faulwürmer. Toll. Die Faulwürmer erledigen den Ballträger. So. Das Kacke ist es. Die Faulwürmer passen. Ja, so macht man das. Die Faulwürmer schalten einen Froschhund aus. Oh, brutal. Da, Heiler. Die Faulwürmer passen. Ja, so macht man das. Heiler, komm her. Wo bist du hin? Drecksack. Der Pass der Faulwürmer wurde abgefangen. Was für eine Schande. Die Faulwürmer erledigen den Ballträger. Faulwürmer schalten einen Froschhund aus. Oh, brutal! Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen weniger quatsche. Ich muss mich extrem konzentrieren. Dass der noch... Mistsau! So. Nein! Verdammt. Ich bin selber blöd. Von Froschhund zu Froschhund. Schöner Pass. So, komm. Huttenball. Uns rennt die Zeit davon und wir liegen 2-0 hinten. Die Faulwürmer erledigen den Ballträger. Oh, blöder Jedi. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. Was Raumgewinn nennen kann, ist die Hölle los, Mann. Ein Faulwurm wurde von den Froschhunden erledigt. Bleib hier. Typ hin jetzt. Ich verfolge dich. Die Froschhunde haben gerade den Ballträger zerlegt. Warte, ich helfe dir mal schnell. Da wurde ein Froschhund zerquetscht. Jetzt lauf. Einen Reinigungsdroiden. Lauf. Warte, ich tank dich sogar. Nicht tanken. Schützen. Eine Bubbleblase. Nee, 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 nee. Du nicht. Nee. Nee. Vergiss es. Geht weg. Froschhunde sind am Drücker. Neutraler Ball. Möge der Wahnsinn beginnen. Komm, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Jawohl. Den ist auch noch. Du gehörst mir, du elende Sackratte, du. Bleib hier. Stelle dich deinem Schicksal. Wo bist du hin? Da wurde ein Froschhund zerquetscht. Wir brauchen einen Reinigungsdroiden. So, der Ball. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. Nein, shit. Nächster Sip. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. So, so kann ich jetzt nicht. Das soll ich vielleicht zuerst anvisieren, ne? So, mein Kleiner. Die Froschhunde haben gerade den Ballträger zerlegt. Ich krieg wieder... So. Ich muss regenerieren. Nein. Wer denn? Wo denn? Von ja. Froschhund zu Froschhund. Schöner ja. Pass. Toll. 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 Puh, Hilfe. Komm hier auf. Will nicht gegrillt werden. Auf. Bums! Gelungener Pass von den Froschhunden. Großer Raumgewinn. Wo denn? Froschhundenbrei. Fantastischer Spielzug der Faulwürmer. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball?
Nein! 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 Vollwurm hat's erwischt! Komm, bleib hier. Alter, diese PvPs, ey. Das ist immer das reinste Chaos hier drin. Die gehen bis aufs Messer hier, ne? Nein! Wegen dem stirbst du jetzt, ne? So, du? Auch tot. Sehr gut. Warte, ich hol mir mal schnell den Ball. Nein! Verdammt. Frosch und Brei! Fantastischer Spielzug der Faulwürmer! So. Komm. Nein. Gib mir jetzt den Ball hier. Frosch und Brei! Fantastischer Spielzug nicht. Der Faulwürmer! Ja, ich komme nicht mal aus dem Teil, dass ich kann machen, was ich will. Der blöde Kreis blockiert dann völlig. Oh, das tut morgen weh. Die Froschhunde sind am Drücker. Das ist doch anstrengend. So, ja, das Spiel geht noch 5 Sekunden. Und es steht leider 3 zu 0. Frosch und Brei. Fantastischer Spielzug der Was ich noch sagen würde, ich pausiere hiermit die Star Wars Session, also Star Wars The Republic. Das ist ein mega geiles Spiel, aber ich habe mal wieder Bock auf was anderes. Und wenn ich diesen Jedi zersäge, ja. Ich werde es nicht aufhören zu spielen. Wie gesagt, es ist nur zu pausieren und ich finde das genial, das Spiel. Aber komm mal. Wo bist du? Wo bist du? Du bist meine Beute. Geh sterben. Bleib hier. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. So. Gut. Jetzt ist an Missionen. Der mächtige Girata der Hutte erklärt die Froschhunde zu den heutigen Siegern. Möge ihnen Ehre und Heilung zuteil werden. Opfer habe ich 33. Tote habe ich 6. Nicht schlecht für den Anfang, fürs erste Mal. Nicht schlecht. Kriegsgebiet verlassen. So, eben wie gesagt, ich beende hiermit, beziehungsweise unterbreche, pausiere Star Wars. Eben wie gesagt, das ist ein verdammt geiles Spiel, es soll noch nicht für immer sein. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao, ciao!